2 Milliarden DNA-Buchstaben sind die da gelagert. Dann hat man damals auch festgestellt, dass es etwas 20 bis... Willkommen auch zusammen. Ja, ich will doch etwas dazu mir selbst erstmal sagen. Ich bin tatsächlich Biologe, ich habe Biologie studiert in Groningen, in Holland, damals in den 90er Jahren so ungefähr. Und ich habe dann meine Promotionsarbeiten gemacht, auch noch in Groningen. Und dann sind meine Frau und ich ausgewandert nach Australien, wo ich an der Uni von Sydney gearbeitet habe. Nach mehreren Jahren sind wir dann zurückgekommen. Dann habe ich noch etwa 15 Jahre in der Schweiz gearbeitet, erst an der Universität von Basel. Und später habe ich noch 5 Jahre in Zürich gearbeitet. Und das war bis 2019 ungefähr, Ende 2018. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich etwas anderes mit meinem Wissen auch gerne machen möchte. Ich habe einen Job bekommen bei Wort und Wissen und ich arbeite da seit 2 Jahren jetzt und wir forschen in einem ganz anderen Paradigma, können wir sagen. Wir arbeiten in einem biblischen Rahmen. Und dieser Verein, wo ich jetzt für arbeite, die ist, denke ich, noch ziemlich bekannt, auch wegen ihrer kritischen Auseinandersetzungen mit wissenschaftlichen Themen wie Evolution. Die liegen auch einige Bücher von Wort und Wissen aus, exponiert, die ihr auch später anschauen könnt. Und wir haben auch Zeitschriften, die wir jedes Jahr 2-mal pro Jahr ausgeben. Und da können Sie auch die neueste wissenschaftliche Stand der Dinge können Sie auch lesen bei uns und wie wir das dann interpretieren. So, wir haben ein ganz anderes Interpretierungskader, kann man sagen. Also, heute werden wir uns dann mal beschäftigen mit das Genom. Und das Genom eigentlich, ich nenne das Encode-Genom. Was ist das Encode-Genom? Das ist eigentlich die heutige Stand der Sachen, wie wir heute das Genom verstehen und deswegen auch das Genom im 21. Jahrhundert. Wie verhält sich das auch im Lichte der Evolutionstheorien oder kann man das besser erklären als zum Beispiel ein Schöpfungsakt, das da hinten steckt. Und das müssen wir uns da mal mit befassen. Ich denke, das ist ein interessantes Thema. Ich habe eigentlich diese Präsentation vorbereitet, auch für Studenten, die ein bisschen wissen, was auch DNA ist, was RNA ist, für medizinische Studenten, die wissen meistens, was auch ein Genom ist. Aber ich habe gehört, es wurde dann hier wurde umgestellt und es gibt auch mehrere Leute hier, die nicht so viel vom Genom wissen oder so, von DNA und RNA. Deswegen habe ich noch ein paar Folien mitgebracht, die das so ein bisschen erklären. Das ist das Basiswissen, was man eigentlich mitbringen muss, um diese Art von Sachen zu verstehen. Und das Basiswissen habe ich hier dann in 2 oder 3 Folien habe ich das dargestellt. Und das ist hier, was ist eigentlich das Genom? Ich denke, die meisten Leute haben davon gehört, was ein Genom ist. Aber was ist es tatsächlich? Es ist eigentlich definiert als die Gesamtheit der Erbinformationen in einer Zelle. Das heißt, die gesamte in der Zelle vorhandene DNA. Und wir finden das vor in sogenannten Chromosomen. Und wo liegen die Chromosomen? Die liegen im Zellkern, das denke ich, das ist auch bekannt. Da befinden sich diese X-förmige Stäbchen, die kennen wir, denke ich, die meisten Menschen kennen diese X-förmige Stäbchen. Das sind die Chromosomen, da ist eigentlich fast die ganze Erbinformation von uns drauf. Es gibt neben diese Chromosomen gibt es noch diese kleinen Zellorganellen, die heißen Mitochondrien. Und die haben auch ein kleines Stückchen DNA, das ist in die Gesamtheit, heißt das, das ist das Genom, das ist die Gesamtheit der Erbinformation. Das sollte man schon wissen, wenn man diese Sachen studiert oder wenn man so eine Präsentation anhört, sollte man eigentlich diese Sachen wissen. Und was man auch noch wissen muss, und die meisten Studenten, die wissen das auch, die in medizinische Forschung sind oder die Medizin studieren, die wissen das auch. Basiswissen, DNA, RNA und Protein. Und was muss man dann wissen, was ist DNA? DNA ist die Erbinformation, das ist das Erbinformationsmolekül, kann man sagen. Das ist diese schöne doppelte Wendeltreppe, die habt ihr, denke ich, alle auch mal gesehen. Die wird sehr oft dargestellt, so in Abbildungen, wenn das über DNA oder Erbinformation geht. Das ist das. Und ein Gen ist ein Erbinformationseinheit, kann man sagen. Und ein Gen, das kodiert für ein Werkzeug meistens, das nennen wir ein Protein. Und wie findet das statt? Das muss dann erst umgeschrieben werden oder abgeschrieben werden, so ein Gen.
Und das ab, wenn das abgeschrieben wird, dann kriegt man ein Transkript, heißt das. Es ist eine Zwischenstufe, das enthält die gleiche Information und das wird dann in ein Protein umgewandelt. So, das ist eigentlich sehr kurz und sehr zusammengefasst, was da in Zellen abläuft. Das ist alles sehr kompliziert, wie das abläuft. Das wird auch von Proteinen und von RNA-Molekülen wird das alles gesteuert und reguliert. Da werden wir heute mal ein bisschen einschnuppern, was da alles vorgeht und was das Genom des Menschen so alles umfasst. Aber das ist, denke ich, das Basiswissen, was man eigentlich haben muss. Ich werde ab und zu da auch noch mal referieren nach diesen Sachen. Und das ist eigentlich, was man wissen soll. Also das Genom, das ist vor wenigen Jahren schon wieder, vor fast zwei Jahrzehnten wurde das präsentiert. Und damals war Bill Clinton war noch US-amerikanischer Präsident und die hat das dann präsentiert bekommen von zwei wichtige Männer, kann man sagen, wichtige Wissenschaftler, Francis Collins. Francis Collins ist der Leiter, der Chef, der Direktor von das HUGO-Projekt und HUGO ist das Human Genome Project und das hat das ganze, das war das offizielle Programm, kann man sagen, und die haben das ganze Genom des Menschen entschlüsselt. Auf der anderen Seite steht Greg Fenter, das ist auch eine sehr wichtige Person, weil die hat eigentlich das ganze Projekt vorangetrieben. Greg Fenter, das war ein Molekularbiologe auch und die hat eine neue Methode ausgefunden, kann man sagen, ausgedacht, womit man sehr schnell Genome sequenzieren konnte. Und er hat immer als ein Katalysator dann funktioniert, um das ganze Projekt, das HUGO-Projekt, voranzutreiben. Und es war damals so, man hat eigentlich die Vollendung dieses Projekts, hat man so rund um 2005 hat man das geplant. Und wegen seiner Anstrengung und wegen dieser neuen Methode, die er entwickelte, wurde das so schnell vorangetrieben, dass im Juni 2000 schon das ganze menschliche Genom präsentiert werden konnte. Das war die erste Draft, heißt es, das war die erste Version. Da wird immer wieder noch verbessert. Und auf den Moment haben wir, ich glaube, schon die 37. Genomzusammenfassung oder Fassung, kann man sagen, die eigentlich alle genetische Informationen enthält, die wir auf den Moment kennen. Was ich damals in dieser Zeit, in 2000, zeigte, war dass das Genom des Menschen hat etwa 3 Milliarden Buchstaben. Man kann das nicht genau, kann man das sagen, nicht, man kann nicht sagen 3 Milliarden und so viel Millionen und so viel Tausend und Hundert, das kann man so nicht sagen, weil alle Genome sind eigentlich unterschiedlich. Aber wir haben ein Referenzgenom, heißt das, und das ist etwa 3 Milliarden Buchstaben. So alle Genome sind unterschiedlich, das kann man schon davon ausgehen. Und diese Genome, die werden dann von diesen Buchstaben, die man auch öfters gesehen hat, A, C, G und T, sind die zusammengestellt. Und das sind die DNA-Buchstaben, kann man sagen, oder Nukleotide. Und davon gibt es dann diese 3 Milliarden im Genom. Und 3 Milliarden sind schon sehr viel, weil man kann das sich so vorstellen, dass wenn man ein dickes Buch hat, zum Beispiel die Bibel hat, da sind etwa 1,2 Millionen Buchstaben sind darin verarbeitet. Da hat man so ein dickes Buch und davon braucht man dann 3000. So, es ist eine ganze Bücherei unseres Genoms. Und das ist so unglaublich klein, diese Information zusammengestaucht in diese Moleküle. Die kann man mit dem bloßen Auge nicht sehen. So, da gibt es eine Unmenge von Informationen in unserem Genom und die sind alle in diese 3 Milliarden DNA-Buchstaben sind die da gelagert. Dann hat man damals auch festgestellt, dass es etwa 20.000 bis 25.000 Proteingene gibt. Das sind, hat man damit, das war schon eine Überraschung, weil man hat immer gedacht, dass es etwas 100.000 bis 200.000 Proteingene gibt. Und wie kommt das? Können wir das später nochmal anschauen. Da gibt es einen Komprimierungscode im Genom, die von diesen 20.000 Gene kann 100.000 bis 200.000 Gene können da produziert werden. So, es gibt da einen Komprimierungs- oder einen Stauchungscode, kann man sagen. Die heißt auf Jargon heißt sie ein Splicing. Ich denke, die Menschen, die sich mit Biologie befassen, die wissen das auch, dass das Splicing stattfindet im Genom, sodass von einem Gen mehrere Proteine auch abgeschrieben werden können. Und das ganze Projekt hat damals 300 Millionen Dollar gekostet. Das hat schon 10 Jahre gelaufen, auch als man das präsentiert hat. Und im Laufe der Zeit, das sieht man dann hier, das heißt auch die Sequence Explosion,
Diese Kosten sind unglaublich schnell heruntergekommen. Man kann hier sehen, das läuft hier von 2000, dann waren 1 Million Basen, 1 Million von diesen DNA-Buchstaben, um diese damals zu bestimmen, die Reihenfolge zu bestimmen, diese Sequenzierung war 10.000 Dollar pro Million und 2010 war das nur noch 1 Dollar pro 10.000, pro Million Basenpaar, muss ich sagen, von diesen DNA-Buchstaben. Und jetzt sind wir schon wieder 10 Jahre weiter und jetzt kann man ein ganzes Genom für etwas 150 bis 100 Euro oder Dollar kann man sequenzieren lassen. So, man kann all diese Methoden, die haben sich unglaublich schnell weiterentwickelt und wie gesagt, ein Genom sequenzieren, das ist eine sehr leichte Sache heutzutage, das kostet auch kaum noch etwas. Also, sehr schnell hat sich das alles geändert. Man sieht auch nochmal hier, dass bis 2010 waren da etwa ein paar hundert Genome waren das sequenziert. Heutzutage sind es Tausende und Abertausende. Das kommt, weil all diese Methoden, sie haben sich unglaublich schnell entwickelt und wir können, wie gesagt, sehr schnell unsere Genome sequenzieren. Auch Greg Venter hat hier wieder einen sehr, sehr großen Beitrag auch geliefert an diese Art Sachen. Also, was ist dann im Genom vorhanden, als wir das sequenziert haben? Da haben wir diese Buchstaben und Buchstaben kennen wir die ganze Sequenz dieser Genome und was ist da alles vorhanden? Und da müssen wir das hier mal anschauen. Da sieht man, dass ein sehr kleiner Teil des Genoms, das besteht einfach aus diesen Proteingene, die wir kennen. Da kennen wir auch die Code, kennen wir die Proteincode und wir finden da nur 1% dieser Code zurück im Genom. Das ist sehr wenig, aber jetzt so rund um 2012, als das hier veröffentlicht wurde, hat man auch schon erkannt, es gibt auch Non-Coding-RNA-Gene. Das waren eine Art neue Gene, die man dann entdeckt hat. Und zusammen mit dann strukturellen Elementen wie Telomere und wie Zentromere, die das ganze Chromosom zusammenhalten, kann man sagen, diese strukturellen Elemente, gibt es dann noch etwas 2%. Und das waren dann diese funktionellen Elemente, die man im Genom vorgefunden hat. Man hat dann eigentlich gedacht, mehr gibt es eigentlich nicht als das. Aber wir wissen jetzt, dass diese sogenannten Introns, die sehen wir dann hier, von diesen Non-Coding-RNA-Gene, aber auch von Protein-Code, die haben all diese extra Codes, kodieren die für. So, das heißt, etwa schon ein 25-30% hat heutzutage, hat damals in 2012 schon eine Code, war kodierte Information und hat auch, davon wurden auch Funktionen schon beschrieben. Und es war immer so, dass eigentlich bevor das ganze Encode-Programm angefangen hat, hat man eigentlich immer geredet von Junk-DNA. Ich denke, dass viele Leute, die hier so im Saal hier sind, die haben da noch von gehört, dass Junk-DNA, dass es kein funktionelle DNA ist. Das sind dann Überbleibsel zum Beispiel von Evolutionsprozessen und so weiter. Und man hat immer gedacht, es gibt 95-97% Junk-DNA. Die andere, was wir da sehen, das sind eigentlich nur Sequenzen, die keine Funktion haben. Und das ist eine Idee, die eigentlich stammt aus theoretischer evolutionärer Biologie, weil man hat schon sehr lange hat man gewusst, und das war schon in den 50er Jahren war das bekannt, hat man schon gewusst, dass es Mutationen gibt. Und man hat auch gewusst, dass diese Mutationsrate ziemlich hoch war. Man hat damals schon mathematisch nachgewiesen, dass diese Mutationsrate zu hoch ist. Und zum Beispiel diese Müller, das war ein theoretischer Evolutionsbiologe, der hat da viel daran gerechnet. Und der hat in so rund 1950 hat er darüber geschrieben. Und er sagt, es ist schwierig, den genetischen Zerfallsprozess zu messen. Ich sage, das ist ein Zerfallsprozess, was wir da vorfinden. Aber sagt er, völlig klar, dass die aktuelle Kinderzahl pro Paar nicht groß genug sein kann, um die Selektion mit einer Mutationsrate von 0,1 Schritt halten zu lassen. Und was bedeutet das, eine Mutationsrate von 0,1? Das heißt, das ist nur eine Mutation pro 10 Genome pro Generation. Das heißt, da muss man 10 Kinder muss man schon bekommen, um diese höhere, erhöhte Mutationsrate zu kompensieren. So, man braucht mindestens 10 Kinder dafür. Und dann geht man aus von nur 0,1. Aber ihr sagt dann auch, sollte die Mutationsrate über 0,5 steigen, und 0,5, das ist 5-mal so viel, das heißt, das ist eine Mutation pro 2 Kinder, das pro Generation,
wurde sich die genetische Zusammensetzung kontinuierlich verschlechtert. Das heißt, das geht, dann geht das Genom nur Bach herunter, dann kann das nicht evoluieren. Das hat man damals schon gewusst. Und das ist eigentlich auch nicht gelöst, dieses Problem. Und daraus ist dann auch diese sogenannte Junk-DNA-Hypothese ist daraus entstanden. Diese Mutationen, wenn es viele Mutationen gibt, dann müssen die sich anhaufen können, die müssen sich irgendwo ansammeln können. Und wann müssen sie sich ansammeln? Die müssen sich in sogenanntes nicht-funktionelle DNA ansammeln. Und das hat man dann Junk-DNA genannt. Und einer, der da als erster damit gekommen ist, das ist ein Evolutionsbiologe, das ist Susumu Ono. Die hat schon in 1972 dafür argumentiert, dass es muss unglaublich viel Junk-DNA im Genom vorzufinden sein. Also viel Junk-DNA, um diese schädliche Mutation loszuwerden, um die kompensieren zu ausgleichen zu lassen. Das muss sich ansammeln in nicht funktionelle DNA. Deswegen ist man mit diesem Gedanken gekommen, dass es viel Junk-DNA gibt. Und später, in den 1980er, wurde da natürlich noch weiter über geschrieben. Und zum Beispiel hier diese zwei sehr bekannte Biologen, Leslie Orgel und Francis Crick. Ich denke, Crick kennt jeder von DNA-Forschung und der Entdecker des DNA-Moleküls. Die hat dann damals haben die geschrieben über Selfish DNA, the ultimate parasite. Das heißt, da muss im Genom muss unglaublich viel Junk-DNA sein, sonst können kann das Genom nicht erklärt werden. Und ich denke, viele Leute haben mal von Richard Dawkins gehört. Die hat diese Ideen popularisiert. Und die ist dann gekommen mit einem Buch. Und das heißt das egoistische Gen, the selfish gene auf Englisch. Und ich denke, das ist eine der meistgelesenen Bücher unter Biologen. Unter Biologen, die unterrichten in der Uni. Und das hat echt eine ganze Generation, man kann sogar sagen, hat zwei Generationen geprägt, diese Junk-DNA-Hypothese. Also, das war damals so ungefähr der Stand der Sachen. Und dann kam natürlich, was ich gesagt habe, diese neue Zeit, ab 2000 kann man sagen, als das Genom, als das dann sequenziert wurde und man hat noch danach geforscht. Und 2011 hat dann Francis Collins, diese Direktor vom HUGO-Projekt, das Human Genome-Projekt, hat ein Buch geschrieben. Und da sagt er, diese Entdeckungen, das sind die Entdeckungen von den letzten vorgehenden 10 Jahren, zwischen 2000 und 2011 kann man sagen, diese Entdeckungen, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind, haben vieles von dem, was früher gelehrt wurde, völlig auf den Kopf gestellt. Wenn Sie dachten, das DNA-Molekül bestehe aus Tausenden von Genen, aber noch viel mehr Junk-DNA, irren Sie sich, sagt dieser Mann. Das ist der Hauptdirektor von HUGO, von Human Genome Project. Er sagt, diese Regionen enthalten viele der Signale, die erforderlich sind, um einem nahegelegenen Gen mitzuteilen, ob es zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt in einem bestimmten Gewebe ein- oder ausgeschaltet wird. Das heißt, was wir da im Genom vorfinden, sind nicht nur Gene, das sind auch eine Unmenge von genetischen Schaltern sind da anwesend. Und ich werde später noch sehen, was ENCODE uns gezeigt hat letztes Jahr. Das ist echt unglaublich, was wir im Genom vorfinden. Und das wird dann auch wieder später bringen, wie gesagt. Also, das ist dann 2011 und wir sind jetzt schon wieder 10 Jahren weiter, aber unterdessen 2020 wurde das hier in Nature Reviews Genetics veröffentlicht. Und das sind Kollegen von mir aus Australien, Jeffrey Faulkner zum Beispiel. Das sind Genombiologen, das sind ENCODE-Biologen, die sagt, wir müssen Herausforderungen und Dogmen überwinden in dieser Zeit, um die Funktion von Pseudogenen zum Beispiel zu verstehen. Pseudogene, das ist übersetzt aus Griechisch sind das Lügengene. Sie haben immer gedacht, das sieht aus wie Gene, aber das sind kaputte Gene oder das sind gekürzte Gene und die haben keine Funktion. Und man hat dann im Laufe der Zeit hat man beobachtet, dass diese Gene abgeschrieben werden. Da werden RNA-Moleküle von abgeschrieben. Und dann hat man angefangen zu verstehen, das geht vielleicht nicht das sind wahrscheinlich keine Pseudogene, das ist wahrscheinlich auch eine Art Information, was wir da vorfinden. Und das hat damit zu tun mit diesen revolutionären Projekten. Zum Beispiel, HUGO habe ich schon erwähnt, die hat ein
ein erster Ansatz da gegeben, um das zu verstehen, was da vorgeht. Natürlich auch das Projekt von Greg Fenter, Celera heißt das. Das ist sein eigenes Forschungsprojekt, sein eigenes DNA-Sequenzierungsprojekt. Das Interessante ist, er hat sein ganz eigenes Genom hat er sequenzieren lassen da. So, wir haben eigentlich ein menschliches Genom, das ist dann von Greg Fenter himself. Und es ist ein sehr wichtiges Projekt, ich finde es auch einer der wichtigsten Projekte von den letzten 20 Jahren, ist das sogenannte 1000 Genomes Project, wobei man mehr als 1000 Genome weltweit sequenziert hat. Das sind 14 ethnische Gruppen hat man da geforscht. Man möchte gerne wissen, wie diese unterschiedlichen menschlichen Populationen sich dann auch genetisch verhalten. Sind die sehr identisch oder sind da große Unterschiede? Und da hat man auch sehr, sehr unerwartete Resultate hat man da gebucht. Man hat immer gedacht, alle Menschen sind fast gleich. Man hat gedacht, es ist 0,1% Unterschied vielleicht. Aber wenn man ethnische Gruppen zum Beispiel Aboriginals in Australien vergleicht mit Europäern oder mit Asiaten, dann findet man bis zu 12% Unterschied. Und da hört man auch eigentlich nichts davon in den Medien, aber Menschen sind sehr unterschiedlich. Also, da hat auch Greg Fenter einen Großteil in geforscht, in diese unterschiedlichen Genome, das 1000 Genomes Projekt. Ich denke, es ist einer der interessantesten Projekte von den letzten, kann man sagen, 10 Jahren. Aber diese sind alle schon completed, so, die sind abgeschlossen worden. Und auf diesen Moment läuft da noch ein Projekt, ein Riesenprojekt ist das. Und das ist das Projekt, was wir heute noch ein bisschen auch uns darin vertiefen möchten. Das ist das, ich denke, einer der größten Projekte, die Menschheit immer je angefangen hat und auch zum Schluss bringt, das ist die Encyclopedia of DNA Elements. Und was möchte ENCODE machen? ENCODE möchte das ganze Genom verstehen. Wir können das natürlich, können wir das Buchstabe um Buchstabe, können wir das lesen, das Genom. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir auch das Genom auch verstehen. Man kann sich vorstellen, wenn ich ein Buch hier auf dem Flohmarkt zum Beispiel kaufe, finnisches Buch, dann kann ich das Buch lesen, das ist auch finnisch, aber ich verstehe finnisch nicht. So, ich kann das ganze Buch kann ich lesen, aber ich muss es auch verstehen, was da steht. Dann muss ich finnisch lernen und dann verstehe ich das erst. Und so hat auch ENCODE angefangen, die möchten gerne die Sprache des Genoms, möchten sie gerne kennen, wie wird da geredet im Genom. Und dann hat man bessere Sicht, wie das alles funktioniert und sie möchten dann auch alle Funktionen, die an der Genexprimierung, so wie Gene an- und abgeschaltet werden, möchten sie verstehen. Und sie möchten auch gerne wissen, wo all diese Elemente im Genom vorhanden sind. Das ist die Kartierung, kann man sagen. Man hat unbekanntes Land und wie wird das dann kartiert? Man weiß auf dem Moment, weiß man diese Buchstaben, Reihenfolge, aber wie wird das alles zusammen? Wie passt das alles zusammen und welche Sequenzen kommunizieren mit anderen Sequenzen? Und so hat man angefangen zu denken. Und das ist 2003 hat es angefangen. Das heißt, erst war die ganze Sequenzierung des Genoms durchgeführt worden. Man wusste dann, wie viel und wo all diese Buchstaben sich befinden. Und dann hat man angefangen, all diese Elemente zu forschen. Und was macht man da genau? Und dieses ist ein Artikel von mir, das habe ich dieses Jahr publiziert in Studium Integrale. Dann habe ich nochmal genau angeschaut, was wird da geforscht im Rahmen von ENCODE. Und da wird geforscht, hier sieht man auch wie ungefähr ein Chromosom organisiert ist. Hier sieht man ein Chromosom, dieses schöne X-förmige Stäbchen sieht man. Und das ist dann alles sehr eng gestaucht, gewickelt. Und diese Wicklung, die passiert natürlich nicht von alleine. Das wird alles vorangetrieben von Sequenzen und von Proteinen, die da zusammenarbeiten, um diese Wicklung zu initiieren und zu bewirken. Ups, das geht zu schnell. Und dann kommt man zum Schluss, sieht man hier diese kleine Strange, das ist eigentlich die wirkliche DNA. Das ist ein lineares Molekül und das ist gewickelt um sogenannte Histonproteine. Und die Histonproteine hat man geforscht, weil die Histonproteine, die haben selber eine Code. Mit einer Code wird da an diese Histonproteine wird da kommuniziert. Und die Histonproteine können mittels dieser Code, können sie dann das DNA aufgehen lassen oder sie können es zusammenstauchen. Und das ist ein sehr dynamisches und sehr
Das ist nicht ein statisches Molekül, aber es ist ein sehr dynamisches Molekül. Es ist immer damit beschäftigt, zu stauchen, aufzugehen. Es ist eine dynamische Gesamtheit. Aber was wird da dann alles noch mehr geforscht? Da wird auch zum Beispiel Modifikationen, wie gesagt, diese Modifikationen an diese Histonen werden geforscht. Und da werden sogenannte CA3 oder Methylgruppen werden da geforscht, weil das sind auch Schalter, genetische Schalter. Da kann man ein Gen völlig mit stilllegen, kann man sagen. Die kann man silencen, heißt das auf Englisch. Und wenn da ein DNA-Molekül, wenn das methyliert wird, wenn da so eine Gruppe dran gehängt wird, dann wird das Programm nicht mehr aktiviert. So kann man das zusammenfassen, denke ich. So, wir reden eigentlich über genetische Programme. Und was man auch gerne wissen möchte, wie viel und wo und was für RNA-Moleküle werden da abgeschrieben im Genom. Also, was man gerne wissen möchte, die 3D-Struktur des Chromatins. Chromatins ist diese DNA, die umwickelt ist um diese Histonprotein, dass sie sich dann so zusammenstaucht oder wieder auseinandergeht. Das möchte man gerne wissen. Was für eine Sequenz da zuständig sind, um das zu bewirken. Man möchte gerne die Zugänglichkeit des Genoms wissen, die Chromatins heißt das, also die Zugänglichkeit von Gene. Weil wenn die Gene gestaucht, wenn das DNA gestaucht ist, dann können diese Gene können auch nicht abgeschrieben werden. So, das ist ein Regulationsmechanismus, was da eine Rolle spielt. Zugänglichkeit des Chromatins, ein wichtiges Forschungsprogramm auch. Eine Wechselwirkung des Chromatins, das heißt, was arbeitet zusammen im Genom? Welche Sequenzen kommunizieren mit anderen Sequenzen? Es geht schon längst nicht mehr nur um diese Proteincode, es geht um allerhand andere Coden. Das ist Kommunizieren im Genom. Das Methylum habe ich schon erwähnt. Diese Methylgruppen möchte man gerne wissen. Wo können die angekuppelt werden und was passiert, wenn die da angekuppelt werden? Das sind genetische Schalter, um Programme an- und abzuschalten. Und Modifikation des Chromatins, habe ich auch schon gesagt, da kann man kleine Moleküle dran hängen, dann wird auch nochmal wieder diese Programme werden geöffnet oder die werden geschlossen. Und man möchte das ganze Transkriptom möchte man gerne wissen. Was wird da als RNA abgeschrieben und was bedeuten all diese RNA-Moleküle? Das hat man angefangen in 2003, all diese Sachen. Und RNA-Bindungen, wo binden die im Genom? Weil wenn man ein RNA-Molekül hat, man hat früher nur gedacht, oh, da wird ein Protein davon gemacht. Nein, ist heutzutage nicht mehr so. Sie binden an andere RNAs zum Beispiel oder sie binden an DNA. Und das alles funktioniert dann als genetische Schalter, als ein Bauplan, kann man sagen. Was bedeutet das alles? Wenn ihr das mal zurücklesen möchtet, ich habe hier noch von diese Kopien davon liegen, auch hier vorne, da kann man das einfach mal zurücklesen. Für Studenten ist das, denke ich, sehr interessant. Und dann wurde ENCODE, wie gesagt, 2003 wurde dann initiiert. Und die haben sich dann erst mit einer sogenannten Pilot-Studie haben sie sich beschäftigt. Das heißt, sie haben erstmal ein Experiment durchgeführt. Man hat mal geschaut im Genom, was sind interessante Regionen, um mal zu studieren, um das mal zu wissen, was ist die Aktivität in diesen Regionen. Und dann hat man erst zwei kleine Regionen, die waren etwa 1 Million von diesen DNA-Buchstaben lang. Und da hat man geschaut, was und wie aktiv ist das dort. Und dann hat man 2007 schon berichtet, 93% des Genoms wird als RNA abgeschrieben. Und diese zwei Stückchen, die man gewählt hat damals, die hat man nicht so at random gewählt, nicht zufällig gewählt, aber da waren dann ein dieser Regionen, die man studiert hat, das war sehr, sehr eng verbunden mit Krebsentwicklung. So, man möchte dann gerne wissen, was spielt da in dieser Region. Und sie wussten auch, da sind nicht nur Proteine-Gene vorhanden. Und dann haben wir noch das zweite Stück genommen, das ist eine Region, wo man überhaupt nichts erwartet hat. Das war ein Stück, da hat überhaupt kein Protein-Gen war da vorhanden. So, man hat man auch studiert, eigentlich als eine Art von Kontrollgruppe. Und man hat dann, herausgefunden, dass 93% des Genoms wird als RNA abgeschrieben, unabhängig von wo man eigentlich schaut. Diese krebsverbundene Region, da war das der Fall, aber auch diese unbekannte Region, da war es auch der Fall. So, mehr als 90% des Genoms wurde in RNA-Molekül abgeschrieben. Und man hat darüber gestaunt, man hat es nicht erwartet. Und aus evolutionärer Sicht hat man das auch nicht erwartet, weil warum
Warum wird da abgeschrieben? Das kostet nur Energie. Und das hätte schon längst wegselektiert sein müssen, wenn das so wäre. So, man hat eigentlich darüber gestaunt, was da abgeht. Trotzdem hat man, dann hat man natürlich weiter geforscht. Und 2012 war dann eigentlich ein ziemlich großer Durchbruch. Da war ein ganz Nature-Ausgabe war da auch gewidmet an ENCODE. Und das hat dann gezeigt, 80% des Genoms hat eine Art biochemische Funktion. Hat biochemische Funktionen, steht hier. Und was sind das für Funktionen, kann man dann sagen? Tatsächlich sind das diese Interaktionen zwischen Sequenzen im Genom, aber es sind auch Interaktionen mit Proteinen im Genom. So, das heißt, es ist ein super, super dynamisches System, was wir da haben. Und es ist ein Informationssystem, wo allerhand Sachen passieren, die wir auf diesen Moment überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Und all diese Sachen, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, spielt das alles im Junk-DNA. Weil es gibt nur 3% Protein, oder 1-2% Protein kodierende DNA. Also alles, was wir hier sehen, ist alles im Bereich von Junk-DNA. Und das ist natürlich eine sehr große Überraschung. Dann, letztes Jahr war die dritte Phase von ENCODE, wurde dann abgeschlossen und hat man das nochmal bestätigt, dass da im Genom etwas 80% Funktionalität ist. Und man hat dann gezeigt, dass neben diese 20.000 Proteingene, die man schon entdeckt hatte mit Hugo im Hugo-Projekt, dass es daneben noch etwas 40.000 andere Gene im Genom vorkommen. Das sind diese RNA-Gene. Wir wissen nicht genau, wie viele Gene da vorkommen, weil wir können sie einfach nicht zählen. Und in unterschiedlichen Populationen sind unterschiedliche Gene dann auch vorhanden. Das kann sehr, sehr weit auseinander gehen. Aber es gibt da etwa 40.000 extra Gene, die man nicht vermutet hat. Das sind diese RNA-Gene. Und was machen die alle? Das hat man dann später auch nochmal rapportiert. Ich will noch einige Beispiele davon zeigen später. Aber was man außerdem auch gefunden hat, ist, dass all diese Gene, die mussten an- und abgeschaltet werden. Es gibt einen Haufen regulatorische Sequenzen. Es gibt da 4 Millionen regulatorische Sequenzen, sogenannte Genschalter. Die sind involviert in diese An- und Ab- und absetzen, kann man dann sagen, von diese genetischen Programme, Genschalter. Man hat auch nochmal 2 Millionen, davon 2 Millionen, mehr als 2 Millionen sogenannte offene Chromatinregionen. Was heißt das? Hier werden diese Gene abgeschrieben oder zugemacht. Diese offenen Regionen, das muss alles kontrolliert werden mit dieser Histon-Code, die man entdeckt hat. Ein neuer Code, ein zweiter Code eigentlich, kann man sagen. Neben diese Proteincode haben wir eine Unmenge von Coden auf dem Moment, aber man nennt diese Histon-Code meistens die zweite Code, weil das ist so deutlich anders als die Proteincode, die wir kennen. Aber das hat man dann entdeckt, diese 2,1 Millionen offene Chromatinregionen. Man hat zudem fast 1.750.000 Regionen mit modifizierten Histonen. Das hat auch wieder mit dieser epigenetischen oder genetischen Regulation von An- und Abschalten von Genen zu tun. Man findet nochmal 1,2 Millionen oder Regionen im Genom, die durch Transkriptionsfaktoren und chromatin-assoziierte Proteine gebunden sind. Das heißt, das ist eigentlich, was man auch schon in 2012 gefunden hat, dass das größte Teil des Genoms wird gebunden von Proteinen. Und man hat darüber hinaus nochmal 300.000 Sequenzen für sogenannte 3D-Genombildung. Das heißt, das Genom, das muss auch, all diese Sequenzen, die liegen nicht einfach so von alleine herum im Zellkern. Nein, das hat eine bestimmte Struktur, da komme ich später noch ein bisschen darauf zurück. Das hat eine bestimmte Struktur und wie kann diese Struktur angenommen worden in 3 Dimensionen, das geht auch durch Sequenzen, das ist sequenzspezifisch, heißt das. So, das heißt, diese 1-2% funktionelle DNA, das hat sich jetzt schon bis zu ein sehr großer Prozentsatz hat sich das ausgebreitet, bis zu 50-80%, man ist noch immer ein bisschen strittig dort, aber trotzdem ist ein Großteil des Genoms hat eine Funktion. Und wie können wir das so ein bisschen zusammenfassen? Es gibt etwa 20.000 Proteingene und mit diesen 20.000 Proteingene, habe ich schon gesagt, kann man etwa 100.000 bis 200.000 Proteine kann man bauen durch diese Spleißungscode. Ich werde heute da nicht weiter darüber reden, aber es gibt noch eine Code, das ist ein Spleißungscode und die kann von 200, kann er das etwa zehnfache machen.
Es gibt etwa 300 mikroRNA-Gene. Ich werde noch ein Beispiel davon geben später, weil ich habe selber ausführlich habe ich dieses System habe ich geforscht. Das ist ein regulatorisches System auch, wie Gene exprimiert werden, heißt das, wie viel von einem Protein produziert werden muss. Da sind sie involviert. Dann gibt es nochmal 27.000 sogenannte Long Non-Coding RNA Genes, Gene. Das sind auch Gene, das sind alle regulatorische Gene. Das ist ein Schaltkasten, wo wir von reden. Die DNA, das ganze Genom ist ein Schaltkasten. Es gibt noch 10.000 sonstige RNA-Gene, wo wir nicht genau wissen, was sie machen. Aber die sind auch, die kann man erkennen auch. Es gibt nochmal, wie gesagt, 300.000 von diesen Konstruktionselementen, um all diese DNA auf die richtige Position zu bekommen, sodass da Transkriptionsplattformen, heißt das Plattformen, dass die da induziert werden oder geformt werden, sodass da all diese Proteine binden können, sodass Proteine auch abgeschrieben werden. Dann hat man nochmal sogenannte 3 Millionen Transposonen. Was sind Transposonen? Das ist eigentlich die ultimative Junk-DNA. Da hat man immer so gedacht, das sind Überbleibsel von Viren, von RNA-Viren und diese Art von Sachen. Ich werde später darauf zurückkommen, weil das ist meine Forschung gewesen für etwas 10 Jahren. Ich habe da viel geforscht. Die haben Funktionen. Die haben wichtige Funktionen, sehr wichtige Funktionen sogar. 3 Millionen von diesen. Und das ist etwa 50% des Genoms. Reden wir darum. Und so weiter. Das wird immer, wie mehr wir forschen, wie tiefer wir forschen, wie mehr Funktionen wir finden im Genom. Es ist echt unglaublich, was da vorgeht. Also, dann will ich mal mich ein bisschen auf diese RNAs zulegen, weil da kommen wir im funktionellen Bereich. Was hat man da entdeckt? Und diese Non-Coding, heißt es Non-Coding RNAs, das war eine Publikation vor wenigen Jahren, und der Integrated Networks, die integrieren, die machen ein. Man kann es so sagen, die integrieren die unterschiedlichen Gene in ein Programm, kann man sagen. Ein Gen an sich ist überhaupt nichts. Man muss diese Gene zusammenarbeiten lassen mit anderen Genen in ein Netzwerk. Und da kriegt man ein biologisches Prozess. Und ein biologisches Prozess, die meisten, die wissen das, wenn sie Biologie oder Medizin studieren, das ist immer, wird immer vorangetrieben, nicht von ein oder zwei Genen, aber da arbeiten hunderte Gene zusammen. Und das wird von Sequenzen wird das initiiert, aber das wird auch von RNA, non-coding RNAs wird das alles erzeugt, dieses Netzwerk. Und wir haben sehr viele davon gefunden, wie zum Beispiel, ich habe hier eine ganze Liste, ich werde diese Liste nicht abhandeln, ich werde nur sagen, das ist the old school, sagt man, die alte Schule, das haben wir alle gewusst, das haben wir immer so gelernt, das wird auch immer so unterrichtet. Es gibt da diese mRNAs, es gibt da diese tRNAs, das wussten wir, es gibt diese ribosomale RNAs, und das wussten wir schon längst. Und das wird auch noch immer so gelernt. Aber zudem gibt es noch eine ganze Reihe von neuen RNA-Familien, die wir die letzten 20 Jahre entdeckt haben im Genom, und die da alle ihre eigenen Funktionen auch durchführen. Und heutzutage ist es so, die Non-Coding RNA, das ist nicht kodierend für Protein, aber das sind die RNA-Moleküle, sind ein Teil der operativen Hintergrundprogramme, die die Aktivierung und Deaktivierung von Genen steuern und koordinieren. Es ist, wie gesagt, es ist ein Schaltkasten im Genom. Man hat wenn all diese 20.000 Gene, Proteingene, zusammenarbeiten müssen, um einen Organismus hervorzurufen, dann muss da zusammengearbeitet werden. Und da muss man an- und abschalten können, man muss das zusammenbringen können. Es ist wie ein unglaublicher, es ist wie ein Computer eigentlich, kann man sagen. Also, da habe ich noch eine kleine Übersicht nochmal. 93% des Genoms, haben sie festgestellt, wird in RNA umgeschrieben, und das Protein kodierende Teil davon ist nur 2-3%, das ist ein bisschen eine Zusammenfassung. Es gibt dann diese Non-Coding RNA-Gene, heißen die, das sind kurze und lange, unterscheidet man nochmal. Und die können eigentlich überall im Genom vorkommen, hat man die letzte Zeit festgestellt. Die können in den Genen können sie einfach vorkommen, sie können in den Intronen können sie liegen. Das habe ich hier. Unten habe ich das. Das ist ein Stück DNA. Das sind eigentlich diese Sachen, diese Blöcke, die man hier sieht. Das kodiert dann für Protein. Das wussten wir schon seit 30, 40 Jahren. Aber was hier alles dazwischen liegt, das kann dann auch abgeschrieben werden. Und das sind regulatorische Elemente. Das sind Schalter, genetische Schalter, die dafür sorgen, dass Gene an- und abgeschaltet werden können. Also, das Genom, wie sieht das dann jetzt aus? Hier haben wir das Genom, hier haben wir das Protein-Coding-Teil, das ist sehr, sehr klein, wie man sieht, und hier hat man den Non-Coding-RNA-Teil, das ist ungefähr die Hälfte. Und das sind die Schalter, das ist ein unglaublicher Schaltkasten mit unglaublich viel funktionellen Sequenzen.
Also, das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir einen ganz anderen Blick auf ein Gen haben heutzutage als vor 20 Jahren, kann man sagen. Weil normalerweise wurde ein Gen immer so betrachtet, das hat ein Promoter. Ein Promoter heißt, das ist ein Schalter, die kann das Gen anschalten und es kann es wieder abschalten. Das hat man gedacht, hat man einen Promoter und man hat einfach so ein Exon, das ist dann ein Gen und so verläuft das. Aber was wir entdeckt haben, dass diese Schalter, das sind regulatorische Abschnitte, die findet man überall im Genom. Und die können ein Gen einfach antreiben oder wieder abschalten. Ein Gen, hat man festgestellt, kann bis zu 70 Schalter haben, um das alles zu feintunen, also Feinabstimmung von Genexprimierung. Oder wenn ein Gen angeschaltet wird durch unterschiedliche Prozesse, dann geht es durch unterschiedliche Genschalter. Und so kommt es immer zu einer richtigen biologischen Response. Also man versteht heutzutage, ein Gen als ein proteinkodierende Insel in einem Ozean von regulatorischen Abschnitten. So, die Gene sind natürlich wichtig, um einen Organismus zu bauen, aber wie wird es gebaut? Und das braucht eigentlich einen Bauplan. Und das finden wir zwischen den Genen, zwischen diesen proteinkodierenden Stücken. Das haben wir die letzten 20 Jahre entdeckt. Also, man kann dann, als Biologe, was ist dann der Unterschied zwischen ein Mikrobe, das nennen wir dann ein Prokaryot, ein Mikrobe wie ein Bakterium, was ist der Unterschied? Und Eukaryoten, das sind die höheren Organismen, das sind Organismen, die Zellen haben, die einen Zellkern haben und all diese Organellen, die da vorkommen. Was ist der Unterschied? Eine eukaryotische Zelle, kann man sagen, ist ein RNA-Computer mit Protein-Output. Und eine prokaryotische Zelle, ein Mikrobe, die hat das alles nicht, das ist ein Protein-Computer mit Protein-Output. Und man sieht eigentlich, diese zwei sind unterschiedliche Geschöpfe. Wenn man an Schöpfung glaubt, sind das eigentlich unterschiedliche Geschöpfe. Die kann man auch nicht auf Mikroben zurückführen, diese eukaryotischen Zellen. Obwohl man da natürlich sehr viel forscht und diese symbiotische Theorien aufgestellt hat. Aber zum Schluss, unter den Strich kann man sagen, die sind aufeinander nicht zurückzuführen. Da muss man sich in sehr viel Kurven und Schleifen sich verringen, um das zu bekommen. Und ich habe da mal ein Review über geschrieben, auch was da die wirklichen Probleme sind. Die werden bei uns auf der Website veröffentlicht. Aber wie gesagt, wir haben es da zu tun mit Genome, diese Zellen, wo sie in sich vorkommen, das sind Computer. Und sie sind sehr unterschiedlich. Also Vor-Encode und Nach-Encode, wie sieht ein Gen raus? Wie sieht es aus? Was ist das Genom? Hier sieht man das noch Vor-Encode. Man sieht da eigentlich ein Single, ein einziges Transkript heißt das dann, ein einziges RNA, wird so, hat man gedacht, die wird so abgeschrieben und der Rest der DNA ist dann eigentlich junk, kann man sagen. Und nach Encode hat man festgestellt, das Ganze wird fast im Ganzen und wird umgeschrieben in RNA, all diese RNAs. Also, das ist eigentlich ein Fazit auf den Moment und das kann man das so zusammenfassen, 90% des Genoms wird als RNA abgeschrieben. Das ist es auch Epitranskriptom, kann man sagen, so wird das auch genannt in der Fachliteratur. Und etwa 80% des menschlichen Genoms hat ein oder andere biochemische Funktion. Das heißt, es ist nicht diese 1 oder 2% hat Funktion, nein, es hat viel mehr. Es hat bis 80% hat Funktion auf diesen Moment. Und jetzt würde ich dann mal sagen, weil ich habe die ganze Zeit über Funktionen und so geredet, was müssen wir uns da dann so bei vorstellen, bei dieser Funktion? Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das alles zu studieren und ich werde einige Beispiele jetzt geben, auch aus meiner eigenen Forschung, was ich geforscht habe in Zürich und in Basel. Und da können wir mal anfangen hier. Ich werde ein Mikro-RNA-Beispiel geben, was ich selber geforscht habe. Ein Long-Non-Coding-RNA werde ich kurz würde ich auch darauf hinweisen, weil man hat sehr lange gedacht, das sind diese Pseudogene, die im Genom vorkommen. Ich will zeigen, das sind keine Pseudogene, das sind eine Art regulatorische Moleküle. Dann will ich noch ein Beispiel geben von 3D-Strukturelementen im Genom und Transposonen und endogene Retroviren habe ich die letzten, kann man sagen, 10 Jahre auch geforscht. Und da werde ich auch noch interessante Beispiele für geben, was für eine Funktion diese haben oder haben können. Da wird noch immer angeforscht.
Aber dass es sich um Junk-DNA handelt, das glaubt heutzutage niemand mehr, so ungefähr. Es gibt natürlich noch Leute, die das glauben, aber die sind dann meistens Evolutionsbiologen, die noch immer denken, dass sie diese 97% oder 90% des Genoms, dass es Junk-DNA sein muss, weil diese dazu ist, um diese schädliche Mutation loszuwerden. Die glauben das noch immer. Aber gut, MicroRNA ist ja eine Art von sogenannten Small Non-Coding, sind sehr kleine, sind es. Und das Interessante ist, ich habe in den 90er Jahren habe ich viel RNA-Studien durchgeführt. Und das sieht, in dieser Zeit hat das immer so ausgesehen, dann hat man ein Jail gehabt, dann kann man diese RNA-Moleküle kann man auf Größe kann man, trennen. Und dann kriegt man so eine Art von Muster, sieht man dann auf diese Gele. Und ich habe mich dann immer gewundert und ich habe auch meine Vorgesetzten gefragt, von, was ist denn das da, was ist da, diese kleine Wolke dort drüben, was ist das? Und da hat er gesagt, also vielleicht sind das Abbauprodukte oder degenerierte Produkte von der RNA. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er recht. Und ich habe da weiter nicht selber über nachgedacht. Aber eigentlich ist so, man muss immer selber weiterdenken über diese Sachen und nicht so einfach hinnehmen, was Vorgesetzte oder andere Menschen sagen. Man muss weiter forschen. Das heißt, dann waren wir etwa 10 Jahre später, weil ich habe das so 95 geforscht und dann etwa 10 Jahre später, 2003, 2004, wurde dann klar, dass es sich hier um Non-Coding, Small Non-Coding RNAs handelt. Und hier kann man heutzutage sehr leicht isolieren und da befinden sich genau diese regulatorisch kleinen Moleküle, die MicroRNAs heißen die. Und die sehen so aus, das ist wie eine Haarnadelstruktur. Das ist ein Gen, die sind meistens so um die 100, maximal 130 und die können sich ja dann wieder so zurück auf sich selber falten und das wird dann so processed und dann kriegt man ein regulatorisches Molekül. Und wie das sich abspielt, das ist ein ziemlich kompliziertes Prozess. Wir haben hier zum Beispiel so ein MicroRNA-Gen, das wird dann abgeschrieben auch als ein RNA, also das ist so ein RNA-Molekül und das wird dann processed in ein biochemische Pathway heißt das, in einen Weg. Und schlussendlich hat man dann ein sehr kleines Stückchen von dieser RNA hat man dann übrig. Und das wird dann in ein Protein wird das eingebaut. Das ist das RISC-Komplex heißt das. Und das kann dann unterschiedliche RNAs kann das binden und die werden dann abgebaut. Die werden einfach degradiert. Und damit kann man die, wie heißt das, die Niveau von RNA-Molekülen kann man regulieren, kann man kontrollieren. Das heißt, ein RNA wird abgeschrieben, das kann dann ein Protein kann davon abgeschrieben werden, aber wenn das RNA verschwinden muss, weil das Protein wird nicht mehr gebraucht, so ein Werkzeug wird in der Zelle nicht mehr gebraucht, dann muss auch das RNA muss schnell abgebaut werden. Und das wird dann von diesen MicroRNAs wird das bewirkt. Und das Interessante daran ist, dass ein MicroRNA kann bis zu hunderten unterschiedliche Gene kontrollieren. Das heißt, das kann eine ganze Vernetzung oder ein ganzes Netzwerk von biologischen Prozessen auf einmal kann das herunterregulieren. Dann wird so ein kleines Stückchen RNA wird produziert, das bindet an all diese unterschiedlichen RNAs und das Ganze wird sofort herunterreguliert. Das ist ein Programm, das man abschaltet durch ein kleines Molekül. Und wie kann man sich das so vorstellen? Das habe ich hier noch versucht darzustellen in diesem Bild. Hier hat man, wie ich das schon gesagt habe, hier hat man ein Gen, das produziert an ein RNA und das kann dann ein Protein werden. Und die kleinen RNAs, die binden dann hier und die bauen das ab. Das wird dann abgebaut, degradiert, diese RNA verschwindet und das Protein kann auch nicht mehr produziert werden. So hat man ein Kontrollsystem, um sehr schnell ein Pathway herunter zu regulieren. Die Proteine verschwinden dadurch. Und wie gesagt, es ist nicht ein, das da gebunden wird, aber können bis zu 100 unterschiedliche von diesen RNA-Transkripten können da gebunden werden. Unterschiedlich, die produzieren auch unterschiedliche Proteine, unterschiedliche Werkzeuge. Und damit wird dann mit ein kleines Stückchen wird dann ein ganzes Programm wird herunterreguliert. Das steht hier auch, ein Einzel-RNA kann mehrere hundert mRNA-Ziele haben. So. Und hier ist mein Laborlogbuch aus 2003. Das Interessante ist, wir können diese Code können wir teilweise lesen. Ich habe auch dahin geschrieben, was das alles bedeutet. Das ist eigentlich Protein-Code, das produziert ein Protein, heißt das. Aber hier sind bestimmte regulatorische Sequenzen, die haben wir damals schon gekannt. Kann man einfach in diese Code zurückfinden.
Das heißt auch zum Beispiel ein Code, wo fange ich an, dieses Werkzeug zu produzieren und wo höre ich wieder auf. Diese Art von Coden gibt es. Aber es gibt auch zum Beispiel diese kleinen Hairpins und das sind regulatorische Codes, wenn das zusammenfällt, dann kann man nochmal wieder ein Protein drauf binden und dann kann ich das irgendwo hinbringen zum Beispiel. So, das viele, viele extra Codes sind in die Codes sind abgespeichert worden. Die sind nicht nur Protein-Code, das sind überlappende Coden. Also, und das Interessante damals war, ich habe dann das studiert und das ganze pre-RNA, das wird dann so hier abgeschrieben und da ist dann noch ein Stück dabei. Und dann denkt man, was bedeutet denn das alles? Aber das ist genau diese Region, wo diese Mikro-RNAs binden. Das haben wir damals noch nicht gewusst. Das ist das konnten wir damals noch nicht lesen. Das war Finish für mich, das haben wir nicht verstanden. Jetzt wissen wir, in diesem Bereich binden all diese Art von kleinen Moleküle, die dafür sorgen, dass das ganze RNA, nennen wir das sieht so aus, dass das dann abgebaut wird. Und hier zeige ich die DNA-Code für die RNA, so das ist im Genom, wird das aufbewahrt. Also da komme ich zu einem Ausflug zu meinen eigenen Forschungen, die ich damals durchgeführt habe, so um 2015, dann war ich in Basel. Das muss ich mal kurz zusammenfassen, was ich damals gemacht habe. Ich habe immer eigentlich im Bereich von Asthma geforscht oder in Lungenerkrankungen, diese Art von Sachen, auch COPD, diese Zigarettenrauch induzierten Abnormalitäten in den Lungen. Und wir haben dann immer Genregulationsprogramm studiert. Und bei Asthma wissen wir, wenn man das auch hier sieht, dass hier, es gibt eine dicke Schicht, eine dickere Schicht von Muskelzellen, als wenn man das zum Beispiel hier bei Nicht-Asthmatikern vergleicht. Und dann haben wir gedacht, okay, welche Gene können da dann beteiligt sein und wie können wir das studieren? Und wir haben gedacht, okay, wir studieren dann mal diese Mikro-RNAs, weil die haben, wie gesagt, die können sehr viele Gene gleichzeitig, können sie die herunterregulieren, muss ich sagen. Und das haben wir dann gemacht. Man kann heutzutage auch RNA sequenzieren. So, wir haben RNA-Sequenzierungstechniken haben wir durchgeführt und wir haben einfach diese Muskelzellen von Asthmatiker und Nicht-Asthmatiker haben wir isoliert und da haben wir diese Mikro-RNA isoliert und das haben wir dann sequenziert. Das hört sich an wie Russisch vielleicht oder Chinesisch, was ich jetzt sage. Aber was wir hier gemacht haben, wir haben einfach bestimmt, welche Mikro-RNA sind da vorhanden in diesen Zellen und finden wir auch in Asthmatiker andere oder mehr von diesen. Und das haben wir so bestimmt und wir haben dann festgestellt, dass bei Asthmatiker, das ist hier an der linken Seite, da gibt es viel mehr von diesen Art von Mikro-RNAs, wenn man das so sieht, 61% von alle kleinen RNAs, die wir isoliert haben, waren 61% waren diese Mikro-RNAs. Und auf die andere Seite gibt es dann 51% und das war dann unterschiedlich, signifikant heißt das, unterschiedlich. Und wir haben das weiter geforscht und wir haben dann auch gefunden, dass da eine bestimmte Art von Mikro-RNAs zu identifizieren ist. Die kann man bestimmen, durch sie zu sequenzieren, all diese Buchstaben zu bestimmen. Und dann hat man eine Datenbank heutzutage, da kann man das nachschauen. Und dann weiß man, okay, das sind die und das sind die. Und da haben wir so 20 bis 30 in Asthmatikern vorgefunden, die zu viel produziert werden. Die werden hochreguliert. Und dann heutzutage wissen wir mit anderen Datenbanken, wissen wir, das ist alles Bioinformatik heutzutage, mit anderen Datenbanken wissen wir auch, wo genau diese in biologische Vernetzungen und Netzwerke eingreifen können und wie das dann funktioniert. Und ich habe zusammengearbeitet mit einer Gruppe in Italien, die das sehr gut analysieren kann und auch mit einem Bioinformatiker aus Moskau und die hat dann für uns diese schönen Bilder gemacht. Die hat gezeigt, dass wenn diese bestimmte Gruppe von Mikro-RNAs, wenn die hochreguliert sind in Asthmatikern, dann findet man diese biologischen Prozesse. Die sind dann involviert. Und das Interessante ist, dann haben wir das war auch unsere Schlussfolgerung, dass diese Sequenzierung, diese Bestimmung von diesen RNAs ist eine sehr gute bioinformatische Methode oder mit Bioinformatik eine sehr gute Methode, um neue Strategien zu identifizieren, zum Beispiel um diese mRNA-regulierte biologische Prozesse zu finden. Und was wir damals gefunden haben, das sind zwei Prozesse, die da in den Zellen vorgehen und die auch mit Zellteilungsprozessen zu tun haben. Das ist die sogenannte PTEN-Signal-Pathway und die CDK6. Das sagt nicht viel.
Het sagt euch nicht viel, aber das sind Prozesse, die in diese asthmatische Zellen zerstört sind oder nicht gut abreguliert werden, wodurch man erklären kann, dass da mehr eine dickere Schicht von diesen Zellen existiert um diese Luftwegen, weil es Prozesse sind, die involviert sind in Zellteilungsprozessen, in Proliferation von diesen Zellen. Das wissen wir, das kann man alles nachvollziehen heutzutage in große Datenbanken, wo das alles aufbewahrt wird. So, wir wissen sehr viel, wir können das alles bestimmen auf diese Art und Weise. Also das war ein kleiner Ausflug zu diesen Mikro-RNAs, was ich selber geforscht habe. Ich komme jetzt zu diesen sogenannten Long-Non-Coding-RNAs. Die sind sehr wichtig auch. Da gibt es etwas 27.000 von im menschlichen Genom. Da sind viele, weil, wie gesagt, es gibt nur 20.000, etwa 20.000 Protein-Gene. So, wir haben viel mehr von diesen Long-Non-Coding. Und sie sind auch an sehr verschiedene biologische Prozesse und Krankheiten, wenn sie nicht gut reguliert sind oder wenn sie nicht gut abgeschrieben werden oder wenn sie gestört sind, dann sind sie auch an Krankheiten beteiligt, wissen wir. Sie sind entscheidend für die Regulierung von Genexprimierung. Das heißt, sie sind entscheidend für diese biologischen Prozesse. Und sie werden heutzutage gesehen als die wichtigsten regulatorischen Moleküle der höheren Genome. Und das Interessante ist, dass viele von diesen Long-Non-Coding-RNAs wurden früher, als man noch an Junk-DNA geglaubt hat, wurden die eingestuft als Pseudogene, so als Lügegene. Das sind Gene, die sind mal kaputt gegangen oder die sind verkürzt, aber die haben keine Funktion. Das war ein Pseudogen, hat man das dann genannt. Und diese können sich auch überall vorfinden. Ich habe das schon kurz gezeigt. Die können sich eigentlich überall auch im Genom vorfinden. Die können zum Beispiel in die Introne können sie sich vorfinden, Zwischengene oder Zwischengen-Brockstücke kann man sagen. Aber es gibt auch, dass sie zum Beispiel zwischen den proteinkodierenden Genen sich befinden. Sie können in alle Richtungen können sie auch abgeschrieben werden. Nicht nur in eine Richtung, wie zum Beispiel das Gen. Das zeige ich hier, wenn so, zum Beispiel so ein Gen nur nach links oder nach rechts hier abgeschrieben wird, da kann zum Beispiel, da kann dazwischen kann ein anderes Gen kann da liegen von einem Long-Non-Coding-Protein und die kann dann nochmal ein Gen da, ein Produkt da formen, in die andere Richtung. Das ist interessant natürlich, aber was ich echt interessant finde, dass es sogenannte diese Pseudogene gibt, die als Regulatormoleküle dienen. Und ich habe einen mitgebracht, wie funktioniert das? Ich habe gerade gesagt, wir haben bei Asthmatikern haben wir diese P10 haben wir gefunden. Das ist ein wichtiges Gen in Proliferation, Zellproliferation, das heißt in Zellteilungsprozess. Und es sind natürlich die wichtigsten Regulatoren, aber hier, ich habe ja ein Vorbild mitgebracht, wie das dann funktioniert. Hier hat man das wirkliche Gen und hier hat man dann ein Pseudogen, heißt das. Früher hat man gedacht, das ist Junk-DNA, funktioniert nicht. Aber trotzdem funktioniert das so. Das ist ein ziemlich kompliziertes Prozess, hat man in den letzten Jahren herausgefunden. Das ist von 2014. Das ist, normalerweise kommt ein Signal, wie dieses Gen wird dann aktiviert. Da kommt ein RNA, das wird dann umgeschrieben in ein Protein. Dann wird das Protein auch produziert. Dann kommt zum Beispiel, da kommt ein Mikro-RNA, das bindet so ein RNA und das wird dann herunterreguliert, diese Produktion von Protein. Das ist einfach, was wir sehr oft sehen, Mikro-RNAs, die können diese Proteinproduktion hemmen, weil das RNA ist jetzt, das sieht man hier auch, das ist gebunden, ist nicht mehr zugänglich, kann abgebaut werden. Es kann auch. Aber dann, was passiert dann? Dann wird auch nochmal das Pseudogen wird aktiviert, weil da kommt irgendwo ein Signal im Genom, kommt an und das sagt, okay, wir müssen auch dieses aktivieren, weil das ist zu viel gebunden, das ist aktiviert, das ganze System wird auf neuem geaktiviert und wird auch das Pseudogen wird aktiviert. Und was passiert dann? Dann wird kommt da eine Kompetition zwischen diesen, bindet auch dieses Pseudogen und dann ist da eine Kompetition und was passiert dann? Dann kann das Protein kann wieder auf neuem gemacht werden, produziert werden. Das sind unglaublich komplizierte Regulationsmechanismen, die im Genom vorgehen. Und die ganze Idee, dass es hier um Pseudogene handelt, hat man dann auch heutzutage glaubt man eigentlich nicht mehr drin. Also, diese Long-Non-Coding-RNAs sind als Regulatoren an einem breiten Repertoire von biologischen
processen beteiligt. Dat zijn we hier nogmaals. Die RNA die dan omgeschreven wordt in proteïne zijn ze beteiligd. Maar ook andere regulationsprocessen die ik hier nogmaals gezeigd heb, brauchen we niet verder te vervolgen. Maar er zijn wichtige regulatoren. We hebben vast 30.000 genen daarvan in het genoom ontdekt. En wenn ihr mal een schöne, schöne Zusammenfassung anschauen möchtet, dan kan man hier das anschauen auf YouTube. Dan sieht man, was für Funktionen die ze alle haben. Also, dann zum Schluss habe ich hier noch ein 3D-Konstruktionselementen, sind auch eine der neu entdeckten Sequenzen im Genom. Was machen die? Die bringen bestimmte Sequenzen zusammen und die können dann aktiviert werden als Transkriptionsplattformen, kann man sagen. Da wird dann eine ganze Gruppe von Genen, kann man hier auch sehen, wird abgeschrieben und diese Gene werden da dann in diesem Bereich abgeschrieben. Die werden dann in der Zytosol transportiert und dann umgeschrieben. Und man sieht auch hier, man hat sogenannte Tets, die sind dann gestaucht, da können diese Proteine nicht abgeschrieben werden, diese Programme sind da zugemacht worden, die können nicht umgeschrieben werden. So. Und hier ist dann ein Programm, hier ist das aktiviert. Und diese ganze DNA, das ist echt eine Unmenge von DNA, kann das sein, bis zu mehreren Millionen. Und da kommen diese Gene zusammen in Operational Platforms, in Plattformen nennt man das, wo dann diese Transkriptionsfaktoren andocken und all diese Programme aktivieren. So, das ist auch sehr schön alles reguliert. Das war das dritte Beispiel, was ich heute gebracht zeige. Und dann auch, was ich ausführlich geforscht habe die letzte Zeit, ist Transposable and Transposed Elements. Und das ist eigentlich der ultimative Schrott, kann man sagen. Warum ist das so? Das wird eigentlich gesehen als diese evolutionären Relikten, Überbleibsel von Evolutionsprozessen, aber auch als integrierte Viren, die da schon Millionen von Jahren herumhüpfen und springen und ja, das ganze Genom dann auch geformt haben, sagt man heutzutage. Die haben das ganze Genom gebaut. Bis zu 50% von diesen Elementen sind im menschlichen Genom vorhanden. Das ist fast die Hälfte, ich will das nochmal zeigen auch. So, der ultimative Schrott, hier sieht man das. Das ist nochmal so ein Übersichts, was wir im Genom vorfinden. Hier sieht man nochmal sehr wenig proteinkodierende Gene und sehr viel von diesen anderen Elementen. Und wo befinden sich dann genau die sogenannte ultimative Schrott, diese Überbleibsel? Das ist das ganze Teil, was sich hier befindet. Überbleibsel von Viren, Relikte der Evolution, ich sage das nochmal, die heißen Lines zum Beispiel, Sines, Long Interspersed Nuclear Elements, die liegen zwischen den Genen, kann man sagen. Das sind die kleinere Geschwister, kann man sagen. Es gibt diese Transposonen, die haben alle bestimmte Namen, das ist auch wichtig. Aber was können Transposonen? Das sind genetische Elemente, die sich im Genom umlagern können. Und die findet man sehr viel vor, man hat Millionen davon. Und das sieht, ich denke, was wichtig ist, man hat immer gedacht, das sind Überbleibsel von Viren, Relikte von Evolutionsprozessen. Man findet jetzt auch heraus, dass die wichtige Funktionen haben. Und hier steht nochmal in das Buch, was ich damals gehabt habe, das war Albers Molecular Biology of the Cell. Und was sagen die dort? Die sagen, das sind DNA-Sequenzen mit Eigenschaften, die ihren eigenen Verbleib im Genom sicherstellen, aber nicht zum Überleben der Zellen beitragen, die sie enthalten. Und das wurde dann vor 20 Jahren geschrieben, das ist schon längst widerlegt, weil sie haben sehr wichtige Funktionen, will ich noch zeigen. Das Problem ist dabei natürlich auch, wenn man das evolutionistisch betrachtet, dass zum Beispiel bei Quastenflossen, das sind die Coelacanth, coole Kant, Quastenflossen, das ist ein Urfisch, sagt man, die war vor Millionen von Jahren, hunderte von Millionen von Jahren hat die gelebt, ist dann ausgestorben, aber man hat diese Quastenflossen mal wieder gefangen vor die Küste von Afrika und man hat dann auch festgestellt, dass diese eigentlich die gleiche Schrott als Menschen hat. Und das geht natürlich nicht, wenn das Ding 200 Millionen Jahre evolutionäre Zeit dazwischen ist. So, das kann kein Schrott sein. Das versteht man dann, denke ich, daraus. Weil wenn es richtig um DNA-Schrott handelt, dann wird das all diese Mutationen anziehen. Da können sich dann diese Mutationen anhaufen. Und dann heißt das, dass diese Sequenzen nicht mehr vorhanden sein können nach 200, 300 Millionen von Jahren.
Aber man findet noch genau diese gleiche Sequenz vorhanden. So, das heißt, da muss etwas sein, das muss eine Funktion haben. Also, wie sehen die aus? Ich gehe nicht zu tief rein, aber in alle Genome, die wir kennen, kommen diese sogenannten Transposable-Elemente vor. Man findet sie bei Bakterien, dann heißen sie zum Beispiel IS-Elemente, Insertion Sequences. Und man findet sie auch bei allen Pflanzen, bei Schimmel und bei Pilze und so fort. Und man findet sie auch, man findet sie natürlich auch in Mammals, in Säuger. Und man findet sie auch in Menschen. Und die heißen bei uns ERVs, das sind endogene Retroviren. Sie heißen Linus oder Sinus. Das findet man. Und wie gesagt, fast die Hälfte des Genoms existiert aus dieser Art von Elementen. Sie wurden vor vielen Jahren schon entdeckt durch Barbara McClintock. Und die hat sie in den 40er, 50er Jahren schon entdeckt. Das wurde sehr lange, dieses Wissen wurde eigentlich verneint. Man hat eigentlich nicht gewusst, was damit gemeint wurde. Warum sind die Elemente da? Aber sie hat gezeigt, und sie hat damals schon gedacht, es hat etwas mit Variation zu tun im Genom, dass sehr schnell Variation erzeugt werden können zum Beispiel. Und das hat sie immer behauptet. Und in den 80er Jahren hat man dann auf Neuem dieses entdeckt. Und dann hat sie noch den Nobelpreis bekommen in 1983, so etwas 40 Jahre später. Einfach weil sie ihre Zeit weit voraus war. Sie hat damals schon etwas gezeigt, was man sich nicht vorstellen konnte. Man hat immer gedacht, die DNA ist nicht so plastisch, ist nicht so dynamisch. Das ist etwas Statisches, wo ab und zu dann ein Molekül sich ändern kann und das kann selektiert werden. Man hat sehr evolutionistisch gedacht, aber sie hat gesagt, nein. Diese Variationen werden vom Genom selber erzeugt. Dann hat man das in die 80er Jahre nochmal wiederentdeckt, kann man sagen. Und dann war sie selber, war schon 80, 85, glaube ich, hat sie nochmal den Nobelpreis dafür bekommen. Also, dann, das ist dann unsere Encode-Forscher sind das. Und was zeigen die? Die zeigen in Nature Genetics vor wenigen Jahren, 2009 hat so ungefähr das Projekt hat gelaufen, dass 30% der menschlichen RNA-Transkripte werden von diesen repetitiven Elementen initiiert. Und das sind diese Retrotransposonen. Das sind keine Relikten, das sind keine Überbleibsel der Evolution. Das sind genetische Schalter. Das ganze Genom ist ein Computer, ein Supercomputer mit tausend Millionen von Schaltern. Und was machen die? Weil man kann sich denken, ja, wir können da keine Funktion dafür finden. Was hat man? Hat man das in Mäusen untersucht? Und was machen diese? Die regulieren die globale Zugänglichkeit von Chromatin. Und das ist nur eine sehr, sehr, sehr kleine Phase von im menschlichen oder in Säugerleben. Das ist nur die ersten 24 Stunden oder 48 Stunden, als die Zelle befruchtet wird. Dann wird dieses System wird aktiviert und die ist da sehr, sehr wichtig, um diese genetische Steuerung zu bestimmen. Da steht ja auch, wenn sie aktiviert werden, das ist in diese Zellen, dann hat man die Kondens, das heißt man zugängliches DNA hat man dann. Wenn es zugemacht wird, und das kann man heutzutage mit Experimenten durchführen, dann ist die DNA nicht zugänglich während dieser ersten 24 Stunden nach der Befruchtung. So, das sind sehr, sehr wichtige genetische Regulationselemente. Das ist kein Schrott. Wo haben sie noch mehr eine Funktion? Das hat man eigentlich vor wenigen Jahren auch entdeckt. Diese sind die Forschung von den letzten 5 Jahren, kann man sagen. Sie induzieren Variation im Gehirn. Somatische Variation in verschiedenen Gehirnregionen hat man festgestellt. Und diese Variation, die werden erzeugt von diesen Transposable Elements. Die können sich umlagern im Genom. Man kann sich so vorstellen, Neuronen, die können sich selber nicht teilen. Die müssen, in anderer Art und Weise, müssen sie Variation induzieren können. Und dafür braucht man dann ein System, das das kann. Ein System, das das kann. Und das sind diese genetische Elemente, wovon man immer gedacht hat, die haben keine Funktion. Ich habe diese immer in meinem Buch, ich habe in 2005 habe ich da über ein Buch geschrieben, das ist auch erhältlich, das ist auf Englisch.
Das kommt nächstes Jahr, hoffentlich nächstes Jahr auch auf Deutsch, weil all diese neuen Regulationsprinzipien auch für Laien zugänglich gemacht werden, sodass man das auch verstehen kann, dass wir ein ganz anderes Genom haben, als wir vor 20 Jahren gedacht haben. Aber was sieht man? Man sieht, dass im Genom selber sind diese Variationsmechanismen vorhanden, die induzieren selber Variationen. Und wie gesagt, warum ist das so? Weil Neuronen selber nicht teilen können, die brauchen einen Mechanismus dafür. So, da sind sie sehr wichtig. Aber was sind sie auch wichtig? Wo braucht man auch nochmal Variationen? Zum Beispiel in Nachkommen, um sich sehr schnell anpassen zu können an sich ändernden Umständen. Und was heißt das? Sie müssen sehr schnell Variationen induzieren können, damit man auch schnell Adaptionen induzieren kann. Und sie haben sogar eine Rolle in Artenbildung, dass sie sehr schnell neue Arten vorbringen können. Und was heißt neu? Was heißt sehr schnell? Das heißt, das ist 1 bis 2 Generationen. So, diese Artenbildung, die braucht überhaupt keine Millionen von Jahren, wie wir denken, wie man gedacht hat, wie ich früher auch gedacht habe. Nein, es geht super schnell. Artenbildung geht super schnell. Und es verläuft nicht durch eine sehr langsame Ansammlung von hier und da eine selektierbare Mutation. Nein, dafür gibt es ein Programm im Genom. Und weißt, ich finde das auch interessant aus biblischer Hinsicht, finde ich das auch interessant, weil es ist so, da steht auch geschrieben, das vermehrt euch und bevölkert die ganze Welt. Und wie geht dann das? Wie kann das so schnell gehen? Das geht nur, wenn das Genom selber vorbereitet ist auf all diese Anpassungen. Das ist vorbereitet ist und wie gesagt, wir haben jetzt herausgefunden, dass diese Variationen, diese Adaptationen und sogar Artenbildung von dieser Art von genetischen Elementen vorangetrieben wird. So Millionen von Jahren braucht man nicht. Ich habe hier noch 3 Beispiele mitgebracht, wie die Variation dann induziert wird. Hier sieht man dann diese kleine genetische Elemente, die ich dann Figures genannt habe. Wenn die integrieren für diese Gene, dann hat man zum Beispiel Trauben, unterschiedliche Traubenarten kriegt man dann. Aber auch, ich weiß, wie heißt die nochmal auf Deutsch? Ich weiß das auch nicht mehr. Ist nicht schlimm. Und auch Maisvariation in die Blätter von Mais findet man da auch. So, das heißt, ein Großteil der Variation, wovon wir dachten, das geht einfach sehr langsam, das wird von Mutationen, zufälligen Mutationen vorangetrieben. Nein, ist nicht wahr. Wir haben einen variationsinduzierenden Mechanismen haben wir im Genom. Und hier habe ich noch ein interessantes Beispiel vor zwei Jahren publiziert, dass diese Transposonen, diese Elemente, wovon ich jetzt rede, die treiben eine sehr schnelle phänotypische Variation voran in Hirtentäschel. So, die können sich super schnell anpassen an neue Umstände. Wenn etwas passiert mit dem Wetter, wenn etwas passiert mit dem Klima, die sind schon angepasst. Es gibt sogar von diesen Transposonen, Temperaturerhöhungen sich anpassen können. Also, das Genom ist vorbereitet auf Änderungen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, etwas ganz Neues. Das lernen wir nicht in die Universitäten, das lernen wir auch nicht in die Schulen. Genome können sich selbst anpassen. Und das steht hier dann auch, die häufige T-Insertion, das sind diese Transposonen am Flowering Locus. Flowering Locus, das ist ein Locus, wo diese Blütezeit bestimmt wird. In natürlichen Populationen wird von diesen Transposonen bewirkt. So, der braucht überhaupt nicht gewartet werden auf neue Information oder neue Mutation. Nein, das ist ein Mechanismus vorhanden. Und wie gesagt, ich habe das vor etwa 15 Jahren angefangen zu studieren. Und das steht auch da beschrieben in meinem Buch. Wenn ihr da Interesse habt, ich denke, Studenten können da Interesse haben, wie das dann funktioniert, das wird da beschrieben. Und wie gesagt, hier, das ist ein Beispiel, das sehen wir sehr oft auch in der Biologie. Das ist ein Beispiel für Selektion oder sogar für Evolution, so wird das immer gebracht. Was ist da los? Das hat man auch vor wenigen Jahren entdeckt. Diese schwarze und diese helle Form von diesen Filmen, das ist ein Transposon. Das ist auch nicht eine zufällige Mutation, das wird auch von einem Transposon wird das induziert, erzeugt. Sagen Sie auch, die Tatsache, dass es sich bei der Mutation selbst um ein transponierbares Element handelt, wird eine weitere Debatte über die Bedeutung von springenden Genen als Quelle großer phänotypischer Variationen anregen. Und heutzutage sind wir schon ein bisschen, wie schon 5 Jahre her, und jetzt findet man schon Reviews über dieses Topic.
genomen sind vorbereitet auf Änderungen, auf Anpassungen. Sie können sich selber anpassen. Das hört man nicht. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Befund, weil etwa 40-50% des Genoms von den Herden, Genome, die existieren aus dieser Art von Transposonen. Also, jetzt können wir auch verstehen, warum, wenn wir Variationen in menschlichen Populationen anschauen, dass es viel mehr ist, als was wir gedacht haben. Bis 12% der DNA unterscheidet sich, wenn wir diese Gruppen von Menschen anschauen. Und jeder von uns hat ein einzigartiges Muster von Gewinn und Verlust, von kompletten Abschnitten von DNA. Das war völlig unerwartet. Man hat gedacht, 0,1% Unterschied ist bis 12%. Und wie funktioniert das? Da habe ich hier noch ein Mechanismus davor gestellt. Sie können Rekombinationsereignisse, Sie können sie erzeugen, wodurch dann ganze Stücke dupliziert werden im Genom oder entfernt werden vom Genom. So, das geht dann sehr schnell mit Variation im Genom. Da haben die eine sehr wichtige Funktion und manche von diesen Transposonen, die haben sogar ihre eigene Enzyme, um das zu bewirken. So, wir haben Mechanismen im Genom, das ist, denke ich, klar, die das selber erzeugen. Und wir wissen auf diesen Moment nicht, ob die Umwelt da einen Einfluss auch ausüben kann. Und dann gehen wir schon in Richtung Lamarck und dann wurde man vor 50 Jahren wurde man ausgelacht. Lamarck, geht nicht Umwelt, dass sie Einfluss auf den Genom hat? Ja, hat sehr. Morgen werde ich über Epigenetik reden. Wir sehen, dass die Umwelt einen sehr großen Einfluss drauf hat. Also, das werde ich dann mal überspringen, das haben wir auch schon gesehen. Das geht dann über diese Transposonen, die können sich integrieren in der Nähe von Genen und so können sie anfangen, die Gene zu steuern, weil eigentlich sind es nicht nur kleine genetische Elemente, die ein bisschen herumspringen, nein, es sind sogenannte Promotoren, die Gene ansteuern, es sind Schalter, die sich selber im Genom umschalten können und auch im Genom umlagern können. Das Genom, was wir die letzten 10 Jahre entdeckt haben, ist ein ganz anderes Genom, als uns gelehrt wird an die Unis und in den Schulen. Ganz anders. Und so kann man sich das vorstellen heutzutage. Sie befinden sich überall um Gene herum. Das habe ich hier auch, die PCR, das Protein Coding Region. Überall um diese Gene herum befinden sich diese TEs. Das muss auch so sein, weil es gibt fast 50% des Genoms, besteht aus diesem. Sie regulieren und kontrollieren die Genexprimierung, genetische Netzwerke und biologische Prozesse. Und jetzt, ein Gen ist eine Sammlung von kodierenden Inseln in einem Ozean von regulierenden und kontrollierenden genetischen Elementen, habe ich schon gesagt. Wir haben kleine Stückchen, die kodieren für Proteine. Wir haben einen riesen Haufen von Schalter, die eigentlich einen Organismus bauen, kann man sagen. Und die meisten, die sammeln sich in diesem Ozean an und gruppieren sich zwischen den Inseln und verändern so den genetischen oder epigenetischen Kontext und damit die Produktion der Gene. So kann man einen Bauplan sehr schnell verändern. Es ist ein Bauplan, ein Baukistenmodell, kann man sagen. Und diese schnellen Veränderungen, die wir auch ziemlich häufig heutzutage wahrnehmen, auf Inseln zum Beispiel mit Eidechse, man sieht, dass diese in 10 Generationen sich völlig angepasst haben an neue Umstände. Das ist, was wir als Evolution betrachten. Und das wurde auch immer so gebracht, aber wir wissen jetzt, das ist natürlich eine Art von Adaption und Entwicklung, aber es ist nicht diese Höherentwicklung. Es ist eine Anpassung, ist es, eine Adaption. Und das wird vom Genom selber gesteuert. Also Fazit, über 90% des Genoms wird in RNA umgeschrieben, habe ich schon gesagt. Etwa 80% des Genoms konnten biochemische Funktionen zugeordnet werden. Insbesondere außerhalb der gut untersuchten Bereiche der Proteingene. Und eine eukaryotische Zelle ist ein RNA-Computer mit Protein-Output, die selbst die Variation für Anpassungen und Artbildung erzeugt. Also, man kann von ganzem Herzen eigentlich sagen, das ganze Idee, diese Selfies und Junk und Pseudogen, das war inkorrekt. Das war sehr inkorrekt und wir sehen auch seit 2009 diese ENCODE-Gruppe wieder. Carninci ist ein sehr talentierter Biologe, der sehr gute und neue Methoden entwickelt hat, um das alles zu studieren, zusammen mit Vogt. Und sie sagen auch altruistic functions, oder das sind
nicht egoistisch, aber altruistische Funktion für selfish, für diese egoistische RNA. Und sie sagen auch, jüngste Arbeiten haben das Dogma, die egoistische DNA oder Junk-DNA, entschieden widersprochen. Sie finden überall, wo man hinschaut, findet man neue regulatorische Funktionen. Und hier nochmal Herausforderungen und Dogmen überwinden, um die Funktion von Pseudogenen zu verstehen. Das ist nochmal dieser Jeffrey Fogler, die das alles geforscht hat. Das ist ein Vorläufer und ein Vorfechter auch, dass das Genom viel mehr Funktion hat, als was wir uns gedacht haben. Und ja, sie sagt auch, diese Dogmen, die müssen wir überwinden, um eine neue Biologie zu introduzieren oder eine neue Forschung durchzuführen, weil sonst können wir das nicht alles verstehen, was im Genom vorangeht. Das wurde also, jetzt kommen wir zu den Kritikern. Das sind Evolutionsbiologen. Warum? Ihr sagt, alles, was ENCODE behauptet, ist falsch. Ihre Statistiken sind schrecklich für einen Anfang. Dies ist nicht die Arbeit von Wissenschaftlern, dies ist die Arbeit einer Gruppe von schlecht ausgebildeten Technikern. Das ist eine sehr, sehr ad hominem, heißt das, ad hominem, auf die Person spielen. Sie sind schlechte Wissenschaftler, sagt er. Was sagt ihr? Das ist der leitende ENCODE-Forscher, Bernie, er sagt, die Art der Angriffe gegen uns ist ziemlich unfair und ungerecht. Unsere Arbeit hat sehr wichtige Implikationen für das Verständnis der Krankheitsanfälligkeit. Und das ist auch wahr, weil wir wussten schon seit den 90er, dass zum Beispiel wenn in der Krebsforschung, dass da sehr oft keine proteinkodierenden Gene involviert waren. Damals habe ich Projekte durchgeführt oder geschrieben, um Gelder zu erwerben. Und dann habe ich schon herausgefunden, dass nur 3 bis 10% der Gene, wussten wir, dass die genetische Defekte hatten. Das heißt, da ist etwas anderes noch im Genom, das vorschreibt. Und jetzt wissen wir, das ganze Genom ist Schalter. Und die Schalter, wenn die Schalter kaputt gehen, das findet man nicht in diese Proteingene zurück. Das findet man nur in die Schaltgene zurück. Und dann hat man das angefangen zu forschen. Und dann versteht man auch, dass durch diese Studien von ENCODE wir viel besser verstehen, wo die Krankheiten im Genom erzeugt werden. Ihr sagt, was ist dann das Problem? Das sagt... Er sagt, wenn ENCODE recht hat, dann ist Evolution falsch. Warum ist das so? Weil wir brauchen all diese Junk-DNA, als Evolutionsbiologen braucht man all diese Junk-DNA, um diese Mutationsrate, die viel zu hoch ist, da loszuwerden, dass sie keine Effekte haben auf dem Genom. Dazu wird es gebraucht. Und wir wissen das auch, weil das Genom, das ist nicht nur etwas Materielles, nein, es ist Information. Die Biologie basiert auf Information. Und diese ist ein sehr, sehr voranstehender Evolutionsbiologe, das ist George Williams, die sagt, die Evolutionsbiologen haben nicht realisiert, dass sie mit 2 nicht vergleichbaren Größen arbeiten, nämlich der Information und der Materie. Und er sagt auch, Informationen haben keine Masse, die haben keine Ladung, die haben keine Länge. Und ebenso hat die Materie keinen Bytes, so Informationsinhalt. Wenn in der Biologie über Gene oder Genotypen oder Genpool gesprochen wird, geht es um Information, nicht um physische, objektive Realitäten. Es ist nicht etwas, was man greifen kann. Es ist nicht etwas Materielles, was da im Genom vorhanden ist. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Entdeckung, die wir da gemacht haben, die er auch schon seit 1990er Jahren, dass sie das so proklamiert. Sehr wichtig, weil... Und hier dann noch ein Wissenschaftler aus den 60er Jahren, glaube ich. Ja. Was sagt hier? Keine derzeit existierende formale Sprache kann zufällige Änderungen in den Symbolfolgen tolerieren, die ihre Sätze ausdrücken. Die Bedeutung wird dann fast ausnahmslos zerstört. So, wenn wir über Information reden und wenn das Genom von Informationen gebaut wird, dass, wenn da Informationen im Genom sind, das heißt, da kann eigentlich nur das zerstört werden durch zufällige Mutationen. Und das heißt auch, dass diese zufälligen Mutationen keine Rolle spielen in Evolutionsprozessen, weil die Evolutionsprozesse, die wir beobachtet haben, die werden von diesen Transposable Elements bewirkt. So, die Evolutionsbiologie hat ein Riesen, aber dann auch ein Riesenproblem momentan. Und warum ist das so? Hier sehen wir eine schöne Gart, viele Informationen hier verarbeitet. Und wenn man Kopien davon macht, dann sieht man, da geht immer
Information verloren. Das ist Information. Und wenn man das noch weiter und weiter macht, dann bleibt nichts mehr übrig. Und wie gesagt, dies habe ich schon gezeigt, dieser Mann, Müller, der hat vor 50 Jahren hat das schon geahnt und berechnet, dass diese Anhäufung von Mutation kann einfach nicht so sein, so weitergehen. Aber was sagt er? Es ist völlig klar, dass die aktuelle Kinderzahl pro Paar, um das alles auszugleichen, nicht groß genug kann sein, um die Selektion mit einer Mutationsrate von 0,1 Schritt halten zu lassen. Das heißt, es kann nicht ausgeglichen werden. Man braucht unglaubliche Menge an Kindern, an Nachkommen, um das auszugleichen. Und ihr habt damals schon gesagt, ein Mutation pro zwei Generationen ist schon viel zu viel. Und dann haben Leute echt angefangen zu forschen und auch die Gene angefangen zu studieren. Und was haben die dann gefunden? Sie sagen, dass die Mutationsrate ist nicht 0,1, das ist in den 80er Jahren, aber ist 30. Das heißt, die ist schon 300 Mal so viel. Das ist theoretisch, evolutionistisch ist das unmöglich. Da können wir nicht existieren. Das sagt ihr dort. Und ihr sagt auch, die erste Reaktion vieler Populationsgenetiker, das sind Evolutionsbiologen, ist, dass die meisten diese Mutation in stiller DNA, also in die Junk-DNA, anhaufen müssen. In Funktionen, in DNA-Sequenzen, die keine funktionelle Bedeutung haben. Dann verstehen wir auch, daher kommt dieser Gedanke von Junk-DNA. Es ist ein Wissenschaftsstopper, sage ich immer, Science-Stopper. Wenn man anfängt zu glauben, dass Teile des Genoms keine Funktion haben, dann werden sie auch nicht geforscht. So ist ein richtiger Science-Stopper gewesen, diese Junk-DNA. Und er sagt auch, dieser Mann in einer Publikation sagt auch, die Frage, wie unsere Spezies mit solchen Mutationsraten zurechtkommt, ist von zentraler Bedeutung für das evolutionäre Denken. Ja, natürlich ist es so, wenn diese Rate so hoch ist, kann nur das Genom mach heruntergehen. Dann sind noch mehrere von Menschen, die haben das geforscht, das ist auch 95, die sagen zum Beispiel, diese Takida kam zu dem Schluss, dass sehr leicht schädliche Mutationen zu einer zu hohen Mutationslast führen könnte. Und ihr sagt auch, eine andere Forscher, und noch eine andere, diese Lande und Lynch, die kommen zum Schluss, dass diese leicht schädlichen Mutationen die Population schnell zum Aussterben bringen können. Das sind diese zufälligen Mutationen, die sich anhäufen im Genom. Und er sagt, das ist Kondrashov, das ist ein Evolutionsbiologe, der sagt, ich interpretiere die Ergebnisse in Bezug auf das gesamte Genom und ich zeige in Übereinstimmung mit diesen Forschern, dass die Anhäufung von dieser leicht schädlichen Mutation wie eine Zeitbombe wirkt. Das heißt, diese Zeitbombe ist, dass Genome zerfallen. Genome entwickeln sich nicht weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wir in den Universitäten hören. Also, und das hat auch andere Genetiker dazu gebracht, darüber Bücher zu schreiben. Ich denke, einer der wichtigsten, das ist dieses Buch, das habe ich auch mitgebracht. Wenn ihr echt Interesse daran habt, um das mal richtig zu studieren, und als Mediziner kann ich mir das vorstellen, oder als Biologe kann ich mir das hundertprozentig sogar vorstellen. Dies hat ein Buch geschrieben, das heißt Genetic Entropy and the Mystery of the Genome. Das Geheimnis des Genoms, genetische Entropie. Was ist genetische Entropie? Ist einfach Zerfall des Genoms. Und er zeigt uns auch, wie schnell das geht und wie das vorgeht. Und er basiert sich einfach auf diese populationsbiologischen Modellen, die aufgestellt worden sind im Laufe der Zeit. Und die haben eine Verteilung von Mutationen. Das sieht so aus. Hier gibt es die leicht negative Mutationen. Und dann sieht man hier noch, auf der anderen Seite sieht man noch die positive, die sind leicht positiv. Aber ihr sagt auch, wo liegen die? Die liegen in einem Bereich, das ist nicht selektierbar. Die sind zu schwach, um zu selektieren. Selektion sieht sie einfach nicht. Selektion ist nicht wie ein Gott, der alles kann. Weil es sieht sehr, sehr leicht negative Mutationen, die werden nicht gesehen. Außerdem, in den höheren Organismen haben wir von Papa und Mama bekommen wir ein Gen, das heißt, wir haben immer die Gene doppelt. So, wenn da mal eine Mutation auftritt im einen Gen, dann ist das andere Gen noch da. Das heißt, die Selektion kann das nicht sehen. So, Selektion
kann er sich ein bisschen vorbeugen vielleicht. Aber sie sind nicht selektierbar. Die natürliche Auslese kann sie nicht entfernen und sie werden sich anhäufen. Schwach schädliche Mutationen werden sich im Genom anhäufen. Das Genom zerfällt. Das ist die einzige wissenschaftliche Schlussfolgerung, die wir machen können als Genombiologen. Und wir wissen das, Evolutionsbiologen wissen es auch. Hier ein Paper aus 1995, nochmal von dieser Kondraschow, die sagt, eine Häufung im Genom von schwach schädlichen Mutationen, so heißt sein Paper, warum sind wir nicht schon 100 Mal ausgestorben? Und man kann sagen, ja, das ist schon ein altes Paper, das hat sich wahrscheinlich schon widerlegt. Nein, er hat 2017 nochmal ein Buch darüber geschrieben, weil es nicht aufgegriffen wird von Menschen und von Forschern. Crumbling Genomes, wie übersetzt man das? Zerstückelnde Genome. Er sagt, und das sind eigentlich die neuesten Daten, ein neugeborenes Kind trägt 100 bis 300 neue Mutationen in sich. Das ist schon nochmal 10-mal höher, als was wir in den 80er Jahren gewusst haben. Die ihren Ursprung in der Keimbahn der Eltern haben, das heißt, die werden vererbt. Und 10% davon sind erheblich gesundheitsschädlich. Das kann nicht sich anhaufen, das geht einfach nicht. Und es ist auch so, im Durchschnitt gibt es im menschlichen Genom etwa 100 defekte Gene. Die sind schon kaputt, die funktionieren nicht mehr. Und, ihr sagt auch, etwa 1000 Gene sind erheblich zerstört. Und warum sind die gestört? Weil das Genom viel mehr Funktion hat, wie Encode gezeigt hat. Das kommt in all diese anderen Gene, die das kontrollieren müssen. Je funktioneller das Genom, wie mehr Funktion das Genom hat, desto anfälliger es ist für Degeneration, wie schneller das kaputt geht. Und wenn man davon ausgeht, dass das menschliche Genom nur 10% funktionell ist, aber wir wissen unterdessen, dass es viel mehr Funktion hat, dann braucht es 44.000 Kinder, um das zu kompensieren. Das ist unvorstellbar und das ist auch völlig unrealistisch. Und Encode sagt, 80% hat Funktion. Und wenn das nur 50 wäre zum Beispiel, dann braucht man Tausenden und Abertausende, Millionen von Kindern, um das zu kompensieren. Völlig unrealistisch. Hier habe ich das nochmal zusammengefasst. Wenn 10% Funktion hat, dann gibt es 10% schädliche Mutationen. Die können sich dann in das hier einfach so ein bisschen verteilen. Und dann kann man sagen, okay, ist nicht so schlimm, diese Mutation. Aber wie mehr Funktion man hat, wie schlimmer es wird. Dann hat schon bei 80% Funktion hat auch 80% der schädlichen Mutationen werden dann einen Effekt haben. Und verstehen Sie, dass wie mehr Funktion ein Genom hat, wie schlechter es aussieht für Evolutionsbiologen. Und deswegen haben sie auch gesagt, zum Beispiel dieser Herr Grauer hat gesagt, nein, das geht nicht, es kann nicht so viel Funktion haben. Wir brauchen diese Junk-DNA. Und was ist dann genetische Entropie? Hier sehen wir Beispiele, die schon schlimm aussehen, das wird dann meistens getrennt. Es sind unglaublich viele schlimme genetische Entropieeffekte und diese können wegselektiert werden. Aber die leichte, die schwache, die können nicht wegselektiert werden. Zum Beispiel hier haben wir eine schwache. Das ist Musculus palmaris longus. Da fehlt bei etwa 10 bis 15% der Menschen. Man kann das einfach mal in eine Klasse oder kann man das nachvollziehen. Damit kann man ruhig leben. Das ist eine schwache Mutation. Und wir wissen, wir können damit leben, weil es etwa bei 15% fehlt. Aber trotzdem, Information ist nicht mehr da. Mäuse, das ist natürlich, so eine Maus überlebt auch nicht. Das ist alles sehr schön auch, so eine Katze mit blauen Augen zum Beispiel. Man kann denken, ah, das ist etwas Schönes, etwas Neues. Aber diese Katzen, die sind taub. Die haben schöne blaue Augen, aber trotzdem können sie nichts hören. Das ist auch Degeneration. Das Genom zerfällt einfach. Und hier haben wir noch eine ständige Anhäufung von Mutationen. Das hat damit zu tun, dass wir verältern. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass diese Transposonen, die im Genom vorhanden sind, dass die stillgelegt werden müssen. Normalerweise sind die nicht aktiv. Die sind nur aktiv, zum Beispiel in diese ersten 24 Stunden nach der Befruchtung. Aber wenn die nicht mehr gut abreguliert werden, nicht mehr gesilenced, nicht mehr stillgelegt werden, und sie aktivieren sich später im Leben wieder,
dann zerstören sie das Genom. Ich glaube selber, da ist nicht viel Forschung gemacht, aber ich glaube selber, dass diese Transposonen eine sehr, sehr klare Rolle spielen, in was wir dann nennen, was da mal passierte, dass das mit Veränderungsprozessen gemacht zu tun hat. Und nochmals hier, Science 2012 hat man das nochmal, das habe ich eigentlich auch schon gesagt, es gibt eine Anhäufung von schwachschädlichen Mutationen im Genom. Im Durchschnitt haben scheinbar gesunde Menschen etwa 15, das war in 2012, aber es sind schon mehr, haben wir entdeckt, es sind etwas 30 sind es. Und darüber hinaus auch noch etwas 100 kaputte Gene. So, wir haben schon viele Gene haben wir verloren, wir können die auch verlieren, weil das hat nicht sofort einen Effekt. Aber alle Menschen hier im Saal, die fehlen 15 bis 20 Gene völlig. Und da fehlen auch mal 100, das heißt Träger, die hat man entweder von Papa hat man die erworben oder von Mama hat man die erworben. Da fehlen, das sind auch noch mal 100 kaputte Gene. Und kennen wir neue Gene im Genom? Wir kennen keine neuen Gene im Genom. Also, da ist eine Imbalance zwischen kaputten und neu formenden Genen. Da kann man natürlich sagen, ja, das dauert Millionen von Jahren. Kann man sagen. Aber da haben wir keine Belege dafür. Also, da komme ich fast zum Schluss, meiner Vortrag. Das geht dann noch ein bisschen über, was ich selber angefangen habe zu glauben. Im Laufe der Zeit. Weil ich bin eigentlich später erst Christ geworden, weil ich all diese Sachen studiert habe. Ich habe gesehen, das kann nicht sein, dass das alles von alleine so zustande gekommen ist. Und wir sehen nur diese Degenerationsprinzipien. Das ist sehr gut belegt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sieht man hier, man hat diese Geschichte in Genesis, das erste Buch Mose, sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sterben? Das fragt ihr Widersacher. Ja, das hat er wirklich gesagt, aber Gott hat nicht gesagt, ihr werdet sofort sterben. Das hat er nicht gesagt. Wenn man zum Beispiel das nochmal anschaut, hey, er hat nicht gesagt, ihr werdet sofort sterben, ihr werdet einfach älter werden und dann sterben. Das kann damit zusammenhängen. Und das Interessante ist, wenn man die ersten Bücher, und da stehen in der Bibel, stehen die Alter von Noah und die Patriarchen. Und dann sieht man nach der Flut, sieht man plötzlich, dass das in eine sehr schöne Kurve abnimmt. Und warum ist das so ein schönes Beispiel, wenn man diese Alter von diesen Patriarchen in eine Grafik darstellt, dann sieht man, dass er eine sehr schön passende Kurve ist. Und Wissenschaftler finden das immer schön, weil es sehr passt. Und diese R hoch 2 ist fast 1. Das heißt, diese Kurve ist echt unendlich genau. Eine sehr gut passende Kurve. Entweder war der Autor, der das geschrieben hat, ein brillanter Mathematiker, dass sie das so schön gefälscht hat, oder die Altersangaben der Patriarchen sind echt. Eine andere Erklärung kann ich mir nicht ausdenken. Und dann noch etwas Interessantes. Das hat man vor wenigen Jahren hat man das entdeckt. Da sieht man Allele, das sind Mutationen in Genen. Wann fängt das alles an? Vor etwas 5.000 bis 6.000 Jahren. Die Häufung von schwach schädlichen Mutationen hat etwa vor 5.000 bis 6.000 Jahren angefangen, schreiben diese Leute in Science. Das Genom zerfällt. Das hat man nachgewiesen. Und ENCODE hat da wirklich zu beigetragen, weil etwas 80% hat Funktion. Und man kann sich natürlich noch immer fragen, ich habe versucht, das deutlich zu erklären heute, wozu all diese Informationen? Da muss man natürlich mal genau hinschauen, was ein Mensch ist. Ein Mensch ist nicht nur, wie wir hier herumsitzen. Ein Mensch ist ein Produkt in der Zeit. Das fängt mal an als Zelle, eine Zelle, eine befruchtete Zelle. Und all diese Prozesse, die müssen kontrolliert werden, auf jeden Moment in der Zeit, auf jede Zelle im Genom. Jede Zelle hat seine eigene Programmierung. Und deswegen brauchen wir all diese Informationen. Und ich sage immer, in der Biologie wird dem Zufall nichts überlassen. Alles wird durch kodierte Informationen gesteuert. Und dann zum Schluss kann man sich noch fragen, aber was ist dann die Evolution? Zum Beispiel diese Antibiotikaresistenz oder all diese Fische, die da in diese afrikanischen Seen da sich entwickelt haben innerhalb kurzer Zeit.
Oder diese Darwin-Finken, diese Variation. Ich habe schon gesagt, das sind diese TAs, diese Transposable Elements, die da eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich sage auch, dabei wird keine neue Information benötigt. All diese Information ist schon da, das wird in einen neuen Kontext wird das alles gestellt. Und man kann sich dann fragen, wie funktioniert denn das? Das habe ich mich vor 10, 20 Jahren habe ich mich das auch gefragt. Und ich habe da über ein Buch geschrieben, das ist dieses Buch, das ist hier auch erhältlich. Und da erkläre ich, wie das funktioniert, wie das Genom unserer Zeit funktioniert. Das Genom ist ganz und gar anders, als wir gedacht haben, als uns damals gelehrt wird. Und ich denke, diese Daten, diese neuen Daten, sollten schnell aufgegriffen werden von unseren heutigen Dozenten und unseren Vorgesetzten, weil das Genom ist anders, als wir gedacht haben. Also, nochmals, 80% des Genoms hat nachweislich eine Funktion. Ich sage, ENCODE hat recht, ich kenne mich mit dem Genom sehr gut aus. Ich verstehe das, was da passiert. Ich sage, ENCODE hat recht, Darwin liegt falsch. Evolution liegt falsch. Und dann zum Schluss, die Aufgabe der Wissenschaft ist es, die Mechanismen der Natur zu erforschen und nicht absolute Wahrheiten zu konstruieren. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Heutzutage haben wir da auch mit zu kämpfen, dass da Absolutismen konstruiert werden und nicht Wissenschaft gemacht wird. Also, das ist eigentlich meine letzte Slide, meine letzte Folie. Und dann schließe ich gerne auf mit einem Wort aus der Bibel. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat große Freude daran. Und wie gesagt, am Anfang, ich habe diese Sachen fast 30 Jahre jetzt studiert und ich habe keine Sekunde Langeweile gehabt. Es ist unglaublich, was im Genom vorangeht, sich abspielt. Wirklich ein Wunder der Kreation, kann man sagen. Thank God for science, weil die wirkliche Wissenschaft, die zeigt, es gibt einen Gott. Für mich. Thank you. Und wie gesagt, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren arbeite ich für Wort und Wissen. Und ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Ich habe hier Bücher von Wort und Wissen und DVDs habe ich hingelegt, ausgestaltet, wie sagt man das, diese Ausstellung? Ausgestellt. Sie können mal das anschauen. Ich denke, es gibt sehr interessante Bücher. Auch diese Thematik, die ich heute besprochen habe, wird auch besprochen. Und damit möchte ich gerne abschließen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Und wenn es noch Fragen gibt, kommt zu mir. Ich bin sehr gerne dabei, um das auch zu beantworten, wenn ich eine Antwort habe. Vielen Dank. Eingreifen. Ja.